Wayne Bertram Williams wurde am 27. Mai 1958 in Atlanta als Sohn zweier Lehrer geboren. Von seinem Elternhaus aus betrieb er einen kleinen privaten Radiosender, wodurch er einen gewissen Bekanntheitsgrad in Atlanta hatte. Er förderte junge musikalische Talente, indem er sie in seiner Sendung auftreten ließ. In seinem Freundeskreis war er allerdings auch als Angeber und Aufschneider bekannt. 1976 wurde er verhaftet, weil er sich als Polizist ausgegeben haben soll. Eine Verurteilung gab es jedoch nie. 1979 begann eine grausame Serie von Morden an farbigen Kindern. Im Juli fand man zuerst zwei erwürgte Jungs. Das erste tote Mädchen war vergewaltigt worden. Man hatte sie an einen Baum gebunden und ihr war der Schlüpfer in den Hals gestopft worden. Innerhalb von 12 Monaten stieg die Opferzahl auf 26. Alles, was man wusste, war, dass die Opfer hauptsächlich schwarze Jungs zwischen 7 und 14 Jahren waren. Sie waren erwürgt, erstochen und erschossen worden und ihre Leichen in Büschen und in Bäche abgelegt worden. In der Nacht vom 22. Mai 1981 bewachten Polizeistreifen die Hauptstraßen. Ein Polizeischüler hörte auf einer Brücke ein Platschen, woraufhin Wayne Williams in seinem Auto gestoppt wurde. Man ließ ihn aber erstmal weiterfahren. Ein paar Tage später fand man die Leiche eines 27-jährigen Ganoven und 2 Tage später die eines 21-jährigen. Kurz darauf wurde Wayne Williams verhaftet. Der damals 23-jährige Williams beteuerte immer wieder seine Unschuld. Durch Haarproben konnte man ihm zwar die letzten beiden Morde nachweisen, jedoch warf man ihm auch die Kindsmorde vor. Der Polizei wurde selbst von den Familien der Opfer vorgeworfen, Williams nur als Sündenbock zu missbrauchen, um den Fall endlich abschließen zu können. Selbst Blutspuren in seinem Auto konnten die Mehrheit nicht überzeugen. Williams wurde am 27. Februar 1982 für die Morde an den beiden erwachsenen Opfern zu 2x lebenslänglich verurteilt. 2005 rollte man den Fall aber erneut auf, da ein Mitglied des Ku Klux Klans wegen der Aussage, der Mörder hätte eine neue Generation von Niggern verhindert, in Verdacht geriet. Er konnte aber nicht glaubhaft mit den Morden in Verbindung gebracht werden. Daher gilt Wayne Williams bis heute als der Hauptverdächtige und sitzt bis heute in Haft.